Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 36, Mietpreisbremse für Dresden. Hier ist Einreicher Fraktion Die Linke, Frau Dr. Kaufmann. Ich nehme an, Sie bringen ein, obwohl Ihr Fraktionsvorsitzender unter gewisser Abweichung von der Geschäftsordnung bei der Aktuellen Stunde das ja zum Teil bereits getan hat. Frau Dr. Kaufmann, Sie haben das Wort. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ein wichtiges Thema. Es lohnt sich, es immer wieder an verschiedensten Stellen anzubringen. Ich denke, Dresden ist auf einem guten Weg, sich wieder aktiv in die Wohnungspolitik einzubringen, Wohnungspolitik überhaupt wieder erlebbar zu machen und damit den Dresdner Wohnungsmarkt zu gestalten. Ich möchte Sie daran erinnern oder auffordern, das Wohnungskonzept zu lesen, was uns seit gestern zugegangen ist. Wir haben eine Sozialbauverpflichtung seit Anfang des Jahres, dass Investoren oder die Investoren auffordert, Sozialwohnungsbau zu schaffen im Neubaubereich. Und wir werden ein kommunales Wohnungsunternehmen gründen. Jetzt kommt ein weiterer Baustein hinzu, nämlich die Mietpreisbremse im Dresdner Wohnungsmarkt. Sie erinnern sich sicherlich, als uns Anfang Januar 2015 und damit anderthalb Jahre nach unserem ersten Antrag, der hier im Stadtrat verfasst wurde, zur Mietpreisbremse im Bestandswohnungsmarkt die Information ereilte, dass sich das Innenministerium und damit die entscheidende Behörde damit befassen würde, eine erste Mietpreisbremse zu prüfen. Diese Prüfung sollte jetzt bis Ende Juni stattfinden. Mir ist noch nichts zu Ohren gekommen, dass Informationen und damit diese erste Mietpreisbremse beschlossen wurde. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir diskutieren heute über die zweite Mietpreisbremse, die bereits in Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen oder auch Berlin oder auch der Stadt München erfolgreich, Sie können es heute in der FAZ lesen, dazu führte, dass Mietsteigerungen reduziert wurden, trotzdem diese Mietpreisbremse erst seit 1. Juli Bestand hat. Wir wissen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir einen angespannten Wohnungsmarkt haben. Und hier kann ich auch gern zitieren, was uns das Innenministerium auf Anfrage eines Kollegen, Enrico Stange, Landtagsabgeordneter, zugearbeitet hat. Und diese Fakten werden dazu führen, dass wir Mietpreisbremsen im Bestand als auch bei der Neuvermietung in Dresden etablieren werden können. Die Mietwohnungsversorgungsquote der Mietwohnungsversorgungsgrenzwert im Vergleich von Mieterhaushalten zu Mietwohnungsbestand ist ein Indikator. Und hier ist es so, dass die Grenzwerte aus Sicht der Staatsregierung erreicht sind, sobald eine Mietversorgungsquote von 103% unterschritten wird. Also auf 103 Wohnungen 100 mietende Haushalte zutreffen. In Dresden ist es so, dass im Jahr 2014 eine Quote von 101,8% erreicht wurde. Damit haben wir diesen Grenzwert unterschritten. Der marktaktive Leerstand, so das Land, würde in den letzten Jahren stark gesunken sein. Anders als die Analysen der Stadt vermuten lassen, geht man auf Landesebene davon aus, dass wir von einem marktaktiven Leerstand von 3,3% sprechen können und wir liegen damit weit unterhalb der durchschnittlichen Quote. Und auch die Angebots- und Bestandsmieten und deren Entwicklung, sagt die Staatsregierung, haben sich in den letzten Jahren stark auseinanderbewegt. In Dresden betrug diese Steigerung in dem Zeitraum 2009 bis 2014 13,9%. Das ist eine ganze Menge und ist weit mehr, als Einkommenszuwächse in Dresden gegeben sind. Meine Damen und Herren, wir haben über 64.000 Haushalte, die in der Stadt als arm gelten. Wir haben jedes Jahr über
40.000 Haushalte, die in der Stadt umziehen, und wir haben über 30.000 Haushalte, die in die Stadt ziehen. Mit anderen Worten ist die Fluktuation auf dem Wohnungsmarkt doch recht beträchtlich, sodass wir jegliche Chance nutzen sollten, um Möglichkeiten, die wir haben per Gesetz seit 1.7. zu nutzen, um eine Mietsteigerung in der Stadt Dresden zu mindern. Ich bitte Sie um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Kaufmann. In der Fraktionsrunde würde beginnen die SPD-Fraktion. Herr Bartels. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Mitglieder des Rates, und weil es noch ein paar Gäste da sind, diese Zeit nicht mehr. Ich denke, wir sind hier an einer Stelle, wo wir eine Glaubensfrage zu klären haben. Brauchen wir das nicht? Könnten wir einen kurzen Rückblick machen? Wir wissen eigentlich seit 2008, dass der Wohnungsbestand rapide abnimmt. Es hat mehrere Anträge gegeben. Alle Berichte, die damals kamen, sagten mal aus, wir haben einen endlos hohen Leerstand in dieser Stadt. Wenn man den Text richtig gelesen hat, gab es ab und zu immer mal eine Zeile, wo stand, da sind ja auch noch die Wohnungen drin, die eigentlich nicht vermietbar sind. Hat nie einer gelesen und nie einer lesen wollen. Der Mieterverein hat dann mal Gutachten in Auftrag gegeben, die sagten aus, dass Ende 2010 schon ein marktrelevanter Leerstand von etwa 5% bestanden hat. 3 Jahre später hat die Stadt festgestellt, Ende 2010 gab es einen marktrelevanten Leerstand von 4,9%. Damals wurde das aber überhaupt nicht anerkannt. Jetzt hat es vor 2013 gab es einen Bericht, dort hatte die Stadt festgestellt, Ende 2012 gab es einen marktrelevanten Wohnungsleerstand von 2,9%. Und wir haben es gehört und gelesen vor wenigen Tagen, hat mal ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung gesagt, was wollen Sie eigentlich, wir haben doch so viele freie Wohnungen in dieser Stadt. 6,9%, über 20.000 leerstehende Wohnungen. Mit einem Halbsatz kam dahinter, ja, aber die sind ja gar nicht alle vermietbar. Was nützt uns Wohnungen, die in Ruinen sind, die überhaupt nicht vermietbar sind? Was nützt uns Wohnungen, die schwer vermietbar sind? Und wenn 20.000 leerstehende Wohnungen da sein sollen und 15.000 überhaupt nicht dem Markt zur Verfügung stehen und von den 5.000, die übrig bleiben, noch 2.000 schwer vermietbar sind, dann ist es ein Wohnungsmangel ohne Ende. Und ich denke, deshalb ist es notwendig, dass wir diese Mietpreisbremse brauchen. Die zweite Sache ist, wem stört es, wenn die Mietpreisbremse da ist? Wir sind am Anfang einer Entwicklung, die noch nicht Münchner, Hamburger oder sonstige Verhältnisse hat. Muss man warten, bis diese Verhältnisse da sind, die sie in anderen großen Städten schon sind? Ich sage nein, sondern man muss frühzeitig darauf einwirken, dass das nicht passieren kann, was in anderen Städten schon ist. Und wen treffen wir mit dieser Mietpreisbremse? Wir sprechen nicht über Bauen, wir sprechen jetzt über die Mietpreisbremse. Bauen ist ja richtig, es ist ja verpasst worden. Nicht? Hätten wir früher angefangen zu bauen, hätten wir früher einen Rückbau gestoppt, dann hätten wir diese Diskussion jetzt nicht gehabt. Wen treffen wir mit dieser Mietpreisbremse? Ich wage die Behauptung, die GAGFA zum Beispiel treffen wir nicht. Mir ist nicht ein Fall bekannt, wo die GAGFA mehr als 10% bei der Wiedervermietung verlangt. Aber wir betreffen einige Mietheier, die gierig darauf sind, ihren Profit zu erhöhen. Und das ist eine Anfangssituation, die ich nicht haben möchte. Die können in die Schranke gewiesen werden. Und wenn einer eine Wiedervermietungsmiete macht, 10% über der ordentlichen Vergleichsmiete, dann ist das schon ein Entgegenkommen, wo ich denke, dass das hilft ihm, seinen Gewinn zu steigern, ohne dass es dann irgendwo zu einer kritischen Situation wird. Und wir haben ja Probleme und Fälle in dieser Stadt, die ja deutlich über 10%, über 20%, über 50% bis 80% über der ordentlichen Vergleichsmiete liegen. Also, ich sage, wir können diesem Ding nur zustimmen, wenn wir nicht wollen, dass das Wohnen in dieser Stadt ausufert zu einer Miethai-Stadt, wie wir sie in anderen Städten schon haben. Danke. Vielen Dank. Als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Vogel. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, liebe Bürger, die Mietpreisbremse ist Symbolpolitik, durch die keine einzige Wohnung neu gebaut wird. Im Gegenteil, neue Investitionen werden
im Wohnungsbau unattraktiver und werden zurückgefahren. Die Folge: Verknappung von Neubauwohnungen und damit Beschleunigung der Mietpreisentwicklung bei Neubauwohnungen. Das ist unsozial. Wollen Sie das? Die Mietpreisbremse subventioniert gut verdienende Mieter in guten Wohnlagen, wie zum Beispiel in Loschwitz, Herr Scholbach, die nicht zu Ihrem Personenkreis gehören, der von den Mietpreisbremse profitieren soll. Das ist ungerecht und schürt Sozialneid. Wollen Sie das? Die Mietpreisbremse setzt falsche Signale. Die Vorstellung, dass ständig steigende Ansprüche an Ausstattung, Qualität und Flächenangebot zu gebremsten Preisen möglich sein soll, kann nur weltfremden, in der sozialen Hängematte geborenen Illusionen entspringen. Offensichtlich Ihre Welt. Weil Sie so jaulen, ist es offensichtlich wahr, was ich hier sage. Offensichtlich Ihre Welt, die schon seit 25 Jahren vorbei ist, höchstens noch in Kuba oder in Venezuela gelebt wird. Die Mietpreisbremse wird eine weitere Verkrustung des Marktes und Verminderung der Wohnqualität zur Folge haben. Ja, und das will ich und das wollen wir nicht in Dresden. Das bürokratische Monster Mietpreisbremse schafft weitere unproduktive Mehrarbeit. Offensichtlich wollen Sie das auch. Und ist damit ein weiterer Kostentreiber. Verknappt das Angebot an Wohnungen, ist kontraproduktiv. Was wir brauchen, ist eine Vorschriften- und Betriebskostenbremse. Wir nehmen lieber freie Fahrt auf für Investoren, die unternehmerische Risiken als Chance begreifen, Haftung für ihr Tun und Handeln übernehmen. Freie Fahrt und Freiheit gleich Verantwortung für mündige Bürger und Mieter, die selbst entscheiden sollen, was sie sich leisten wollen oder können. Wir sehen die Wohnungswirtschaft in Dresden positiv und für alle Beteiligten antreibend und nicht ausbremsend. Bitte verzichten Sie auf den ausschließlich symbolträchtigen Unsinn. Danke. Vielen Dank, Herr Vogel. Als nächstes Herr Zastrow oder Herr Dr. Gebel. Jetzt hat Herr Zastrow die ganze Rede weggenommen. Ach, der Ersatz Zastrow. Ja, sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin nicht der Herr Zastrow, werde aber trotzdem einiges zu dem Thema sagen. Es ist ja einiges schon gesagt worden. Wir reden heute im Prinzip zum Thema Mietpreisbremse und das reiht sich ja wunderbar ein in die anderen Themen, die wir heute auch schon hatten. Es wurde auch vorhin schon angesprochen, ja, das Thema, Sie wollen Sozialwohnungen bei Neubauprojekten mit fordern. Alles Dinge, die wunderbar passen natürlich zu Ihrer Investitionsfeindlichkeit für Leute, die hier Wohnungen schaffen wollen. Private Investitionen werden dadurch immer unattraktiver. Wenn wir uns das anschauen, was wir aktuell in Dresden für eine Situation haben, wir haben einen Mietdurchschnitt von 5,70 Euro pro Quadratmeter als ortsübliche Vergleichsmiete mal gemittelt, Neuvertragsmieten 6,50 Euro und Bestandsmieten 4,88 Euro. Nur 3% der Mieter zahlen mehr als 8 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, das, was Sie hier zum Teil auch erzählen und auch mit München oder Kölner Verhältnissen, das ist wirklich absolut nicht der Fall. Es wurde vorhin schon angesprochen, ja, wir haben einen Leerstand von 20.000 Wohnungen. Klar, der Zustand der Wohnung ist natürlich sicherlich ist nicht klar, dass alle dort auch entsprechend vermietbar sind. Aber genau das ist doch das Problem. Wenn wir eine Wohnung, die neu vermietet werden sollen, wenn Sie die neu vermieten sollen, müssen Sie die sanieren. Ich habe selber auch Wohnungen, die ich vermiete. Wenn Sie so eine Wohnung, wo ein Mieter ausgezogen ist, neu vermieten wollen, müssen Sie investieren, müssen etwas tun. Das will man ja auch. Wenn Sie das Problem aber haben, dass Sie dann mietmäßig das auch nicht wieder einspielen können, dann machen Sie das nicht. Dann vermieten Sie die Wohnung entweder nicht, dann lässt man die halt stehen. Dann wird die Wohnung dem Markt entzogen oder Sie vermieten die Wohnung halt dann für einen billigen Preis unter schlechten Konditionen weiter, weil Sie sagen, es lohnt sich nicht, dort was zu machen, weil ich das, was ich dort investiere, wieder eingespielt habe, dann macht das keinen Sinn. Das heißt im Prinzip, damit vermeiden Sie eben auch, dass einige Wohnungen dann neu an den Markt kommen. Einige Wohnungen werden einfach auch nicht neu an den Markt kommen und damit sind natürlich auch weiterhin die Probleme dann aktiv. Wir haben auch nochmal uns angeschaut, die Bedingungen für die Mietpreisbremse. Was steht denn im Gesetz für die Mietpreisbremse drin? Das sind mehrere Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Die Mieten müssen deutlicher steigen als im bundesweiten Durchschnitt. Die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte im bundesweiten Durchschnitt muss deutlich überstiegen werden. Ist denn das so in Dresden?
Klar haben wir Mieterhöhungen, aber im Durchschnitt, wenn Sie mal die Einkommen sehen und da den Anteil, der für Mieten aufgewendet wird, sind wir nach wie vor noch top. Da müssen Sie mal mit Leuten aus Köln reden, die sagen hier Paradies. Ne? Wir haben im Prinzip auch die Fragestellung Leerstand war auch nochmal angesprochen. Weiterhin auch natürlich liegt ein angespannter Wohnungsmarkt im Einzelfall vor. Na, ist doch völlig klar, Mensch, wenn ich eine Wohnung für 5 Euro in der Innenstadt im Zentrum haben will, in einer Top-Lage, die kriege ich eben nicht. Da muss ich etwas mehr bezahlen. Dann muss ich eben ein Stück nach außen gehen. Was Sie aber wollen, ist halt eine Innenstadtwohnung, die man dann möglichst noch für unter 5 Euro mieten kann. Das ist genau dieser Quark, den Sie fordern für Ihre ganzen Künstler, die dann irgendwelche Ateliers oder Räume für 2, 3 Euro mieten wollen. Das ist völliger Blödsinn. Sie müssen realisieren, Dresden ist eine wachsende Stadt. Dresden ist eine Stadt, wo die Wirtschaft vorankommt. Es ist nun mal so, dass dann natürlich gerne Leute zu uns kommen, dass damit natürlich auch ein Markt geschaffen wird für attraktive Wohnungen. Junge Ingenieure, die hier bei Firmen arbeiten, die wollen auch gerne in attraktive Wohnungen ziehen. Die sind auch entsprechend natürlich bereit, entsprechendes Geld zu bezahlen. Und sie müssen da reinsehen. Es ist doch kein Vermieter interessiert, laufend Mieterwechsel zu haben. Sie tun ja so, als würde jeder Vermieter, nur weil er dort mehr Geld bringen kann, einen Mieter rausschmeißen, neue Mieter rein. So funktioniert es nicht. Sie haben sie doch gar keine Ahnung, Mensch. Mir ist doch lieber, ich habe einen Mieter, ich habe doch lieber einen Mieter, der stabil über 15 Jahre bei mir oder noch länger seine Miete bezahlt, der seine Wohnung solide hat, wo ich weiß, ich kann mich darauf verlassen, der bezahlt die Miete. Jeder Wohnungswechsel, jeder Mieterwechsel kostet den Vermieter richtig Geld. Das kostet auch Kraft. Es ist auch anstrengend natürlich für denjenigen. Man muss die Verträge neu aushandeln und muss natürlich dann auch sehen, wie die neuen Konditionen sich dort entsprechend umsetzen lassen. Das heißt aber, Vermieter sind interessiert, stabile Verhältnisse zu haben. Vermieter möchten Sicherheit haben. Und die Sicherheit muss eben auch sein, wenn ich eine Wohnung neu vermieten will und investiere in eine Sanierung, die zum Teil auch natürlich durch die tollen Förderungen kommt. Ich muss neue Fenster einbauen, weil ich eben neue Energiestandards einhalten muss. Ich baue Dämmung ein, um vielleicht auch da natürlich Energie zu sparen. Dann sind das Dinge, die natürlich ich auch gerne mache, wenn ich damit natürlich den Mehrwert, den ich für meinen Mieter schaffe, dann auch irgendwie bezahlt kriege. Deswegen vergessen Sie diesen Quatsch hier und wir lehnen natürlich als FDP Freie Büro diesen Antrag ab. Danke. Vielen Dank. Als nächstes für die CDU-Fraktion Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Zweiter Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben die beiden Anträge zur Schaffung einer neuen städtischen Wohnungsgesellschaft heute vertagt. Wir haben sie aus gutem Grund vertagt, weil wir versuchen wollen, ob wir eine gemeinsame Linie hinbekommen und vielleicht auch sogar einen gemeinsamen Antrag. Ich hätte mir ein ähnliches kooperatives Verhalten auch bei diesem Antrag gewünscht. Wir haben in den Ausschüssen hier einen Änderungsantrag eingebracht, der diesen Antrag aus unserer Sicht vom Kopf auf die Füße stellt. Wir haben das auch so begründet. Dieser Antrag stammt noch aus tiefsten Wahlkampfzeiten. So ist er auch aufgebaut. In Punkt 1 sollen wir einen Antrag stellen an die Staatsregierung, hier die eine Kappungsgrenze bei Neuvermietung von Bestandswohnungen einzuführen, diese 10%. Und in Punkt 2 wollen wir dann erstmal klären, ob wir das überhaupt können. Ja, da steht dann nämlich entsprechend also dieses Indikatorensystem unverzüglich, dass die Stadt selbst für die statistischen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Antragstellung sorgen soll. Das heißt, wir stellen erst einen Antrag und dann gucken wir, ob wir ihn begründen können. Ja, wie wäre es mit umgekehrt? Und das war im Prinzip auch der Inhalt unseres Änderungsantrages, wo wir gesagt haben, schauen wir doch erstmal, ob wir diese Vorgaben überhaupt erfüllen können. Denn das Gesetz, was im März verabschiedet worden ist, durch den Bundestag und dann auch die Länderkammer, das schreibt ja dieses Indikatorensystem, auf das Dr. Gebel ja auch schon kurz eingegangen ist, im Paragraph 556d des Bürgerlichen Gesetzbuches vor. Und da haben Sie dann von den 4 dort stehenden Indikatoren auch 3 in den Antrag übernommen. Den 4. haben Sie gleich mal weggelassen, wohlweislich.
Der vierte war nämlich, dass die durchschnittliche Mietbelastung der Haushalte den bundesdeutschen Durchschnitt deutlich übersteigen soll oder müsste. Da hat Herr Schollbach ja in seiner Rede vorhin schon eingeräumt, dass wir jetzt so knapp über dem bundesdeutschen Durchschnitt liegen, also jedenfalls nicht deutlich. Wie gesagt, den Punkt haben Sie rausgelassen. Dann steht da drin, dass ein geringer Leerstand bei großer Nachfrage gegeben sein soll. Sie ziehen selbst in Ihrer Antragsbegründung die Empirica-Studie heran. Die sagt aus, dass 2,4% Leerstand in der Stadt sind. Wenn wir in die GEWOS-Studie schauen, die jetzt Grundlage des Wohnkonzepts der Stadt ist, da steht was von 7,6% Leerstandsquote. Gut, klar, Herr Bartel, da sind ein paar Wohnungen dabei, die man nicht vermieten kann. Vielleicht liegt die Wahrheit in der Mitte. Auf jeden Fall war am 19. Juni das Symposium Wohnen, bei dem ja auch einige Stadträte anwesend waren, auch zwei Stadträte der Linkspartei. Und dort wurde zumindest von den Fachleuten ausgeführt, dass also eine Marge von 2% für die Fluktuation als durchaus ausreichend angesehen wird. Also keine dieser beiden Zahlen liegt da drunter. Der dritte Indikator des Gesetzes besagt, die Wohnbevölkerung wächst, ohne dass durch die Neubautätigkeit insoweit erforderlicher Wohnraum geschaffen wird. Auch da kann man im Moment Fragezeichen dahinter machen. Wir haben gelernt, auch auf dem Symposium, dass in den nächsten zwei, drei Jahren bis zu 5.000 neue Wohnungen an den Markt kommen. Das übersteigt in jedem Fall sozusagen das Wachstum der Wohnbevölkerung. Und abschließend der vierte Indikator, der sagt an, dass der Mietanstieg in Dresden deutlich, also in der Stadt, die es betrifft, deutlich stärker als im bundesweiten Durchschnitt sein soll. Und damit ist aber der Gesamtmietanstieg gemeint, nicht der Mietanstieg der Neuvermietung. Ja, und wenn man dann wieder in die von Ihnen angeführte Empirica-Studie schaut, dann sagt die uns, dass das in Dresden zumindest von 2013 auf 2014 1,2% waren und dass es dagegen zum Beispiel in Berlin 0,9 oder auch in Düsseldorf 1,3% waren. Also sind wir wahrscheinlich auch dort nicht so weit über dem Durchschnitt. Das heißt, wir wissen noch gar nicht, ob wir diesen Antrag als Stadt überhaupt begründen können, aber wir sollen ihn einreichen. Also ich würde da eher für ein vorsichtigeres Vorgehen plädieren. Und wenn wir dann festgestellt haben, dass wir diese Kriterien oder einen Teil dieser Kriterien oder vielleicht auch andere wichtige Punkte erfüllt haben, dann kann man über sowas nachdenken. Aber in diesem Zustand können wir dem Antrag nicht zustimmen. Vielen Dank. Ich habe im Rahmen der Fraktionsrunde dann noch Bündnis 90 Die Grünen. Und Frau Dr. Kaufmann, Sie würden das dann gleich als Schlusswort machen? Wenn Sie vielleicht beim Schlusswort noch ein kurzes Statement dazu geben, hier dieses Termins in der Vorlage, 30.06., dass wir den noch verändern. Herr Schmidlich, bitte. Herr Bürgermeister Sittel, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist klar, dass wir bei einem Thema wie diesem hier mindestens drei verschiedene Positionen im Haus haben. Und ich bin Herrn Flemming zumindest dankbar, dass er ja erstmal grundsätzlich zugesteht, dass man in einem angespannten Wohnungsmarkt wie dem von Dresden über Instrumente nachdenken muss, dass er dann als Bedenkenträger hier auch gegen sozusagen eine Mietpreisbremse zum jetzigen Zeitpunkt argumentiert, das ist sein gutes Recht. Wer allerdings im Stile eines intellektuellen Geisterfahrers wie Herr Vogel oder Herr Gebel, der Meinung ist, der Markt regelt alles, der hat, glaube ich, zwei Dinge nicht erkannt. Der hat nicht erkannt, in welche angespannte Situation wir hineinrutschen und dass es Aufgabe ist, verantwortlicher Politik rechtzeitig gegenzusteuern. Ich glaube mir ein Zitat. Wenn wirtschaftliche Macht durch mangelnden Wettbewerb zulasten der Allgemeinheit geht, muss der Staat handeln und Regeln erlassen und die Freiheit der Allgemeinheit durch die Begrenzung der Freiheit einzelner Interessen sichern. Das ist kein Zitat von Herrn Schollbach. Autor ist ein gewisser Herr Müller-Amack. Vielleicht wird der eine oder andere auf der sogenannten marktwirtschaftlichen Seite dieses Raumes diesen Namen schon mal gehört haben. Der geistige Vater der sozialen Marktwirtschaft.
Und wenn ich noch mal ein weiteres Zitat: Feind der sozialen Marktwirtschaft ist nicht nur der Kollektivismus, sondern auch die Ungezügeltheit des Marktes. Ludwig Erhard. Und da sage ich Ihnen, wer verleugnet, dass wir in Dresden mittlerweile eine Umkehrung von Marktmacht haben, dass eben in der Tat bei Neuvermietungen teilweise astronomische Preise genommen werden kann, dass wir in manchen Stadtbezirken, und zwar nicht nur in Loschwitz, sondern Mietpreise haben, die schon über 10 Euro liegen, dann sage ich einfach mal, es ist Zeit, es ist Zeit jetzt, auch Maßnahmen zu ergreifen. Und deshalb kommt dieser Antrag, der ja immerhin auch seine Basis in einem Gesetz hat, das die Bundesregierung erlassen hat, und ich habe auch irgendwie gehört, da ist die Christlich-Demokratische Union beteiligt. Von daher gibt es eine gesetzliche Grundlage dafür. Und ich glaube, es ist klug und es ist weit und es ist voraussehend, wenn wir den Antrag jetzt auf den Weg bringen, weil ich glaube schon, und das kann man wohl sagen, jeder diskutiert in dieser Stadt über die Frage, dass wir in eine problematische Mietraumsituation hineinschlittern. Aber immer dann, wenn es um konkrete Maßnahmen geht, sagt man, naja, es ist noch nicht so weit oder wir müssen weniger steuern. Ich glaube, der Antrag kommt zur rechten Zeit. Wir als Grüne werben dafür, dass Sie den Antrag unterstützen. Es wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Wir werden unterstützen und ich glaube, er ist ein Mittel, kein Allheilmittel, aber ein Mittel, um der Situation, die wir in Dresden haben und auf die wir noch verstärkt zusteuern werden, eine Lösung zu führen. Deshalb bitten wir um Ihre Unterstützung. Danke. Vielen Dank. Ich rufe dann Frau Dr. Kaufmann für das Schlusswort. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, noch mal ganz kurz zu den kleinen, feinen Unterschieden, die zwischen ich habe die Mietpreisbremse und deren Wirkmechanismen verstanden und ich argumentiere ideologisch liegt. Also, erstens, diese Mietpreisbremse, lieber Herr Vogel, betrifft keine Neubauten. Herr Gebel, diese Mietpreisbremse betrifft keine neu modernisierten Wohnungen. Ich kann Ihnen also komplett die Angst nehmen, dass wenn Sie Ihre Wohnung sanieren und Mietpreissteigerungen durchsetzen wollen, dann können Sie es tun. Diese Mietpreisbremse, sehr geehrter Herr Vogel, lesen Sie die Gesetzeslage, diese Mietpreisbremse ermächtigt uns, die wir wissen, dass diese Stadt, und das weiß auch das Land, weil die Antwort stammt vom Land, in den letzten Jahren durchschnittlich 20-prozentige Steigerungen bei Mieterwechseln hatte, ohne dass an der Wohnung irgendetwas gemacht wurde. Gucken Sie in die Statistiken Ihres Herrn Ulbich, Innenministers. Die ermächtigen uns eben nicht die 20%, sondern die 10%. Grenze festzusetzen. So, und ich denke, das ist ein legitimes Recht und, meine Herren, das ist auch eine legitime Pflicht. Und da das Land prüfen wird und nicht die Stadt, macht es wenig Sinn, eine Analyse jetzt städtisch zu beauftragen, um das Land dann nochmal dieselbe Analyse durchführen zu lassen. Und ich wiederhole nochmal, vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, die Indikatoren, die bereits durch das Innenministerium zur ersten Mietpreisbremse ganz, ganz klar votieren für die Einführung der Mietpreisbremse als Kappungsgrenze im Bestand, die gelten natürlich auch für die sogenannte zweite Mietpreisbremse. Und meine Damen und Herren, wir erfüllen diese Indikatoren, Herr Flemming. Wir haben überdurchschnittlich steigende Mieten im Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Im Bund stieg die Miete von 2012 bis 2014 um 3%. Lesen Sie den Mietspiegel. In Dresden waren es 5,7%. Und wenn ich das Innenministerium zitieren darf, zwischen 2009 und 2014 spricht man dort sogar von 14% Mietpreissteigerung. Wir haben des Weiteren Mietbelastungen der Haushalte. Wenn man sich die Kaltmiete anschaut, da liegen wir knapp unter dem Bundesdurchschnitt. Ja, wir sind nicht bei 20, wir sind bei 18%, das ist richtig. Da wir aber nur drei Indikatoren nachweisen müssen, kann ich Ihnen sagen, dass unser Leerstand
stark geschrumpft ist und die Neubaumaßnahmen anders gewachsen sind, nämlich weitaus weniger als die Haushalte, die Wohnraum nachfragen. Und meine Damen und Herren, das ist auch in der Zukunft so. Überlegen Sie sich einfach mal, wir haben ein Netto-Wanderungsgewinn von 5.000 Einwohnern. Und dann haben wir noch ein paar Geburten, die natürlich noch nicht Mietende sind, aber langfristig unseren Wohnungsmarkt bereichern. Wo sind denn die 5.000 Wohnungen, die wir letztes oder vorletztes Jahr hier errichtet haben? Die werden auch nächstes Jahr an dieser Stelle nicht errichtet werden. Und sehr geehrte Damen und Herren, das liegt nicht an der Kappungsgrenze, das liegt an der verfehlten Wohnungspolitik. Und ich sage es noch einmal, wir haben die verdammte Pflicht, jegliches Instrument dafür zu nutzen, dass wir Bedingungen auf diesem Wohnungsmarkt schaffen, der nicht es ermöglicht, den Menschen in die Tasche zu greifen, ohne dass eine Wertsteigerung in der Wohnung, die sie anmieten möchten, erfolgt gegenüber dem Vormieter. Und wenn wir eine wachsende Stadt sind, dann betone ich das auch, dass es nicht ein Gleichnis sein muss mit wachsenden Mietpreisbelastungen, sehr geehrter Herr Gebel. Ich denke, seien Sie mutig, springen Sie über Ihren Schatten. Ihr Innenminister hat es bereits getan. Und ich denke, das ist ein sehr, sehr gutes Symbol für einen Wandel der Wohnungspolitik in der Stadt Dresden hin zu einer aktiven Politik. Und Herr Vogel, das ist keine Symbolpolitik, das ist Realpolitik auf Basis der Bundesgesetzgebung und wir packen es jetzt an dieser Stelle für unsere Mieterinnen und Mieter an. Vielen Dank. Wenn Sie hinsichtlich des Datums, Frau Dr. Kaumer, hinsichtlich des Datums? Am 31.08. und die Analyse, die ist bereits gemacht. Okay, ein Satz noch. Wir reden von 20.000 Wohnungen Leerstand. Ich habe unseren Baudezernenten, nicht Baudezernenten, sondern Stadtplanungsamtdezernenten gefragt, Mensch, da können wir doch Asylbewerber sozusagen in diese 20.000 Wohnungen bringen, da haben wir doch das Problem gelöst. Einfach mal so, da müssen wir uns doch eigentlich die Wohnungsfrage für die Menschen, die in unsere Stadt kommen, gar nicht mehr stellen. Und da guckt er mich an und lacht. Und warum lacht er? Wir haben 20.000 leerstehende Wohnungen. Davon sind 5.000 in ruinösem Zustand. 8.500 sind nicht vermietbar, weil sie in schlechtem Zustand sind und damit im Grunde genommen nicht mehr tauglich sind. Das bedeutet, sie haben noch ein Dach über den Kopf, sie sind aber nicht aktiv am Markt platzierbar. Und dann haben wir noch eine Fluktuationsreserve. Und wenn Sie dann diese 20.000 statistischen Wohnungen, die durch die Presse gegangen sind, sich anschauen, lesen Sie den Wohnungsmarktbericht einfach mal, es macht klüger. Dann kommen wir auf einen Leerstand von 2,9%. Und das sind noch weniger als 6.000 Wohnungen. Vielen Dank. Also als Datum würden wir 31.10. geht das. Das ist relativ knapp. Ich hätte jetzt grundsätzlich gedacht, man könnte jemand, der neu in die Funktion kommt, noch ein bisschen Zeit lassen. Aber gut, wenn Sie das so wollen von der Vorlage, würden wir den 31.08. mal hier reinschreiben. Ich würde mit der redaktionellen Änderung auf den 31.08. die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Soziales und Wohnen hier zur Abstimmung bringen und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Bei 38 Ja-Stimmen und 31 Nein-Stimmen und keiner Enthaltung so bestätigt. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt.